Kernkraftwerk, wie ärgerlich, ging gestern etwas schief, sodass ein bisschen Ruhe entwich und der Direktor rief: Hauptsache, es quatscht hier nicht einer. Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Ich gehöre zu denen, die seit 30, 40 Jahren in den Wind sprechen. Und jetzt sehen wir halt eine Chance, dass doch mal jemand herhört. Es ist klar, was wir wollen. Ne? Eine vernünftige Versorgung mit Energie ohne oder unverantwortliche Gefährdung. Ohne Atomenergie. So, vielen Dank. Bitte schön. Wir sind dabei, weil es Zeit wird, den Politikern zu zeigen, dass es auch anders da gehen muss und dass man einfach nur auf Kosten der nachfolgenden Generationen gegen Profit seine Interessen durchsetzt. Deswegen sind wir hier. Dankeschön. Hallo, ich bin saumäßig gegen Atomkraft, das ist einfach nur Scheiße. Ja. Ihr seid doch wieder richtig viele Leute. Herzlich willkommen. Mir fällt da nichts ein aus dem Blick. Okay. Die hat ein Abflussrohr, wovon nicht jeder wissen muss, das kommt ja überall vor. Der Fluss wird davon zwar nicht reiner, das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Kuckuck, 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 Kuckuck. Also Leute, wir haben jetzt keine Adventsveranstaltung, sondern eine Kundgebung, eine Demo. Also da könnt ihr mal ein bisschen aus euch rausgehen, oder? Im Kernkraftwerk, wie ärgerlich, ging gestern etwas schief, sodass ein bisschen Ruhe entwich und der Direktor rief: Hauptsache, es quatscht hier nicht einer. Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Kuckuck, 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 Kuckuck. Ein Englein kam zu Gott, dem Herrn, und rang vor nach Luft. Die Erde hat ein schöner Stern, hat sich grad selbst verpufft. Da lächelte Gott, ach mein Kleiner, das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Das macht doch nichts, das merkt doch keiner. Kuckuck, 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 Kuckuck. Dankeschön. Weil ich gegen Atomkraftwerke bin und ich nicht verstehen kann, dass überhaupt noch so lange gezögert wird, dass man sie abschaltet. Ja, ich bin dabei, weil ich das auch schon blöd finde und weil ich auch dabei bin, damit wir Jugendliche auf die Straße gehen, weil das uns betrifft, auch wegen der Zukunft. Und ich war schon öfters auf die Demonstration. Ja. Ja, ich bin dabei, weil ich das auch unverantwortlich finde, also der ganze Müll, der da entsteht. Und ich kann es auch nicht verstehen, warum man also noch nicht so viele abgeschaltet hat, auch nach Tschernobyl und so. Und und ich frage mich einfach, wie viele Unglücke noch passieren müssen, damit man es halt, damit es alle merkt und auch die Politiker. Und, ja. Okay, dankeschön. Leisten ja die meisten Politiker einen Eid darauf, dass sie für das Wohl des Volkes sind.
Das heißt, wir müssen eigentlich beteiligt werden und ernst genommen werden. Manchmal fühle ich mich wie ein unmündiges, stummes, dummes Wesen, wenn ich die Politiker so sehe und die machen irgendwas, um ohne mich zu fragen oder uns zu fragen. Das sollte also sofort beendet werden. Ich habe zwei Beispiele mitgebracht. Ich habe mal zwei Beispiele mitgebracht. Der hier in der Mainpost vor einigen Tagen stand: Grenzwerte dem Störfall angepasst. Also die erheben einfach die Werte über unsere Köpfe hinweg. Die fragen uns gar nicht, die meinen, wir checken das nicht oder das ist ja nicht zum Wohl des Volkes. Ne? Das ist echt, Verarschung will ich nicht sagen, aber sowas ähnliches. Heute stand in der Mainpost, dass bei Grafen Reinfeld immer noch Übungsflüge durchgeführt werden von der US-Armee. Hier fragt auch kein Mensch, beziehungsweise die Bürger dort, die sind klar dagegen, auch die Bürgermeister, und trotzdem fliegen die ihre Übungsflüge in der Nähe des Grafen Reinfelder AKWs, und sowas darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Einfach so. Abschalten. Genau. Okay. Und da gibt es noch viele andere Punkte, das geht ja nicht nur um AKWs und so weiter, sondern allgemein um die politische Verdrossenheit und das, was die Politiker so anstellen. Fällt mir noch eine Schlagzeile ein von vor einigen Tagen, und da haben die EU-Politiker einfach gesagt, Klonfleisch muss nicht gekennzeichnet werden. Es geht also nicht darum, ob Klonfleisch überhaupt verkauft wird, sondern es soll nicht mal gekennzeichnet werden. Und das machen die einfach so frech, ohne uns zu fragen, das darf nicht wahr sein und es muss aufhören. Ganz dringend. Okay. Also es ist schlimm, da zu sehen, was da in Japan halt vorgeht. Und die Menschen, da tun mir echt leid. Und ja, es ist halt auch schlimm, es zu hören. Und ja. Also Menschen machen Fehler, aber ich finde, sie sollten auch wirklich dafür gerade stehen. Und wenn einer allein das nicht schafft, dann sollten alle zusammen sich dafür stark machen, und auch Kinder und Jugendliche sollten sich dafür einsetzen. Wie vorhin auch erwähnt, es geht uns nicht nur um den Ausstieg aus der Atompolitik, aber das ist im Moment einfach das Thema, das die meisten Menschen auf die Straße bringt. Bleibt bei uns, wenn wir es geschafft haben sollten. Geben die Hoffnung nicht auf, dass die Politik einlenkt und der Mehrheit der Bürger ihrer Meinung folgt. Dann kommt ihr wieder, denn es gibt noch so viel mehr, was wir eigentlich deutlich machen sollten, wofür wir einstehen sollten. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Und zum die Würzburger Montagsspaziergänge sind eine Bürgerbewegung unter dem Motto für nachhaltige Politik und Lebensweise. Das klingt erstmal ein bisschen abstrakt, aber wir haben was gesucht, was so alle Themen umfasst, die einfach den Bürger heutzutage auf die Palme bringen könnten. Es geht um die furchtbar unsozialen und ungerechten Entscheidungen der schwarz-gelben Regierung in den letzten Monaten. Das fängt an mit der AKW-Laufzeitverlängerung natürlich im Herbst letzten Jahres. Es geht auch um die Gesundheitsreform. Die Entscheidungen von Herrn Rösler waren einfach unterm Strich das Ende des Solidarprinzips unseres Gesundheitssystems. Es geht um den Bildungsbereich, um die immensen Spareinschnitte, die vorgenommen werden, die einfach zu Kosten unserer Bildungsträger gehen, unserer Hoffnung, die Kinder, die Jugendlichen. Es geht um die Migrantendebatte, die wieder verschärft geführt worden ist, nicht zuletzt vielleicht auch wegen Thilo Sarrazins Buch. Aber der Ton, der da gefahren wurde, war teilweise unerträglich, ausländerfeindlich und nicht integrativ. Ja, für mich ist es die Familienpolitik. Ja, ist ganz heftig finde ich auch die Neuberechnung der Hartz-IV-Sätze. Mal eben die Streichung von Elterngeld für Hartz-IV-Empfänger, für Eigene-II-Empfänger. Das sind alles Entscheidungen, die eigentlich eines prägen, dass diese Gesellschaft hier unsolidarischer wird, unmenschlicher wird, dass es immer schwieriger wird für jemanden, der schon unten steht, irgendwie nach oben zu kommen, und sei es auch nur in den sogenannten Mittelstand. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft auch in diesem Land immer weiter auseinander. Die Menschen werden abgehängt, die nicht schnell genug sind, die nicht nach dem Prinzip Leistungssteigerung, ständige Profitmaximierung leben. Oder wenn man alles runterbrechen möchte, das ist jetzt ein persönliches Statement von mir, ich denke, was einfach fehlt inzwischen in der Politik, ist, dass der Gradmesser für alle Entscheidungen sollte zuerst die Menschlichkeit sein, sollte zuerst das Wohl des einzelnen Bürgers sein in diesem Land. Ich habe das Gefühl, dass eigentlich immer nur noch die Interessen von Wirtschaft und
Industrie vorrangig sind oder auch eben die ganz persönlichen Macht- und Geltungsinteressen des einzelnen Politikers. Ich wünschte mir, wir würden wieder Entscheidungen danach treffen, wem sie gut tun, wem sie helfen und würden das ins Gesamtsystem setzen, das eine Gesellschaft ausmacht. Dazu gehört auch die Umwelt, dazu gehört eben eine nachhaltige Lebensweise. Und deshalb verstehen sich die Montagsspaziergänge auch als eine größere, umfassendere Bewegung, als eben nur gegen Anti-Atomkraft. So, vielen Dank. Abschluss bringt Johannes Wohlfahrt uns nochmal was zum Schunkeln, denn das ist auch das Besondere an den Würzburger Montagsspaziergängen. Wir möchten trotzdem positiv sein, wir möchten für die Dinge einstehen, die uns wichtig sind, nicht nur dagegen Parolen schimpfen, sondern uns die Alternativen überlegen, die wir selber jeder für uns Einzelnen tun können. In diesem Sinne, habt eine gute Woche. Mir ist heuer im Winter, es war kurz vor Weihnachten, ein neuer Programmtitel eingefallen. Es sind so einige Lieder im Kopf rumgegangen, hab mir gedacht, ich brauche einen schönen Titel. Was ist mir eingefallen? Einfach abschalten. Jetzt wollte ich eine Querflöte. Ein moderner Mensch und bist gut eingedeckt mit allerlei technischem Gerät, das in der Steckdose steckt. Stereoanlage, PC, TV, Modell, Eisenbahn, Espressomaschine und Digitalradio, überm Spülbecken Wasserhahn. Alle stehen auf Standby, das zeigt dir rotes Licht. So brauchen die Dinge sinnlos Strom, auch braucht man sie gerade nicht. Schaltete man die Standbys ab, überall in jedem Haus, wirkt es sich das deutschlandweit ganz erheblich aus. Denn einfach abschalten, einfach abschalten. Und schon kann Deutschland zwei Großkraftwerke schließen. Also es sind ja inzwischen eine ganze Menge, also zwei, wenn alle Standbys aus wären, die sieben, die die Regierung schon hat abschalten lassen, Graf Reinfeld ist zurzeit eh nicht am Netz, sind wir schon bei 10 und es kommt immer noch Strom aus der Steckdose, wer hätte das gedacht? Einfach abschalten, einfach abschalten. Deutschland spart Strom, ohne Komfort einzubüßen. Heißt du etwa Ion, RWE oder Vattenfall? Und ist in deinem Kernkraftwerk öfters ein Störfall? Und sind dir deine Brennstäbe mal wieder abgebrannt? Doch ein sicheres Endlager ist dir immer noch nicht bekannt. Ist dir seit Fukushima endlich klar, ein Gau könnte auch bei uns passieren? Dann solltest du jetzt aber schnell in Solarstrom investieren. Heute geht's jetzt weiter, ja, steig doch endlich um nach den Vorfällen in Japan und bring Photovoltaikpaneelen an den Kühltürmen an. Einfach abschalten, einfach abschalten. Dies ist auf Demos gegen den Strom vom Atom. Einfach abschalten, einfach abschalten. Und produziere endlich regenerativen Strom. Einfach abschalten,